Hier ist MDR um 2 am 3. Mai. Ihnen einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir berichten live und aktuell und das sind die Themen heute. Ein schwerer Unfall in der Altmark stellt die Ermittler derzeit noch vor ein Rätsel. Gestern Nachmittag sind bei Uchtspringe zwei Autos ineinander gerast und das zwar auf nasser, dafür aber kerzengerader Straße. Eine Frau kam dabei ums Leben und jetzt steht die Frage im Raum, warum die Seniorin plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Entsetzen war groß, als im vergangenen Sommer ausgerechnet in einem beliebten Leipziger Badesee die verstümmelten Überreste eines Ehepaares gefunden wurden. Und schnell kam die Kripo einem 37-jährigen Mann auf die Spur. Der mutmaßliche Raubmörder soll das Paar aus Habgier grausam getötet und die Leichen anschließend zerstückelt haben. Und seit heute muss sich der Mann vor dem Leipziger Landgericht verantworten. Unser Reporter Hanno Neustadt hat den Prozessauftakt in Leipzig beobachtet. Hanno, wie hat sich der mutmaßliche Doppelmörder denn im Gerichtssaal verhalten? Vielen Dank, Hanno Neustadt. Dankeschön. So gut wie alle Autobesitzer in der kleinen Stadt Liechtenstein bei Zwickau dürften wohl äußerst unruhig schlafen und das nun schon seit Jahren. Immer wieder werden die Reifen ihrer Wagen zerstochen und dabei ist es völlig egal, ob das teure, große oder kleine Autos sind. Der Reifenstecher macht da keinen Unterschied. Und jetzt hat er wieder zugeschlagen. Wann ist ein psychisch kranker Straftäter so weit geheilt, dass er wieder bereit für ein Leben in Freiheit ist? Diese Frage muss in jedem Einzelfall ganz genau geprüft werden, denn jede Entscheidung kann dramatische Folgen haben. So wie im vergangenen September, als ein Insasse aus dem offenen Vollzug in Uchtspringe entflohen ist und mit gezücktem Messer in eine Schule eindrang. Und heute steht der Mann dafür vor Gericht. Das, was dem Radefelder Sportverein jetzt widerfahren ist, kann man als grob unsportlich bezeichnen. Vor Ort in Radefeld ist jetzt unsere Reporterin Juliane Hennig. Wie schlimm sieht es denn aus? Welche Schäden haben die Täter hinterlassen, Juliane? Juliane Hennig, live aus Radefeld. Vielen Dank. Entsetzt und fassungslos stand Peter Dietsch am vergangenen Donnerstagmorgen vor seinem Haus in Köthen. Dort war in der Nacht zuvor direkt vor der Haustür sein Auto abgebrannt. Um ein Haar wäre auch noch das Haus in Flammen aufgegangen. Ja, und die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Erst vor zwei Wochen kam es in Thüringen in Lohmar bei Schmölln zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Kleinbus. Ein junger Mann hatte versucht, eine geschlossene Halbschranke zu umfahren. Alle drei Insassen kamen dabei ums Leben. Wir haben über das tragische Unglück berichtet. Und leider sind solche Unfälle keine Seltenheit. Bahnübergänge werden immer wieder zum Schauplatz für Zusammenstöße mit tödlichen Folgen. Die meisten davon hätten vermieden werden können. Ein Strafzettel fürs Falschparken oder fürs zu schnelle Fahren, das sehen die meisten von uns ja ein und zahlen auch das Bußgeld. Aber was, wenn ein Amt Bußgeldbescheide verschickt, wenn sich jemand darum bemüht, sein Dorf zu pflegen und schöner zu machen? Gibt's nicht? Gibt's doch in Teuchern im Süden Sachsen-Anhalts. Jedes Jahr kommen mehr als 1 Million Touristen in den Harz. Und eine der beliebtesten Arten, das Selketal zu erkunden, ist eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn. Wenn, ja, wenn sie denn fährt. Das Problem ist, dass es einfach zu wenig Personal für den Betrieb der mehr als 100 Jahre alten Züge gibt. Und deshalb fahren immer öfter moderne Busse statt der historischen Dampfloks. Ja, die umliegenden Gemeinden sind sauer, denn sie befürchten, dass nun Touristen ausbleiben könnten. Aber wer zum Brocken möchte, muss auf die Brockenbahn nicht verzichten. Sie tut weiterhin ihren Dienst und schnauft den Berg hoch. Eine Dampflokfahrt von Wernigerode bis auf den 1125 Meter hochgelegenen Bahnhof Brocken gehört zu den beliebtesten Attraktionen im Harz. Seit genau 5 Tagen gilt hier der Sommerfahrplan. Doch auf dem Berg ist noch nicht mal der Frühling eingezogen, denn noch gibt es auf dem Brocken Winterwetter. Und jetzt sehen Sie die aktuellen Kurznachrichten aus der Region. Er wollte sich umbringen, nachdem er realisiert hatte, was er angerichtet hat. 2 Menschen sterben und 27 weitere werden verletzt, einige sogar schwer. Weil der 84-Jährige Gas und Bremse verwechselt hat. Ja, vor fast einem Jahr geschah der Unfall in Baden-Württemberg. Und seitdem wird auch wieder diskutiert, ob es eine Altersbegrenzung für den Führerschein geben sollte. Und jetzt hat in diesem Fall der Prozess begonnen. Dem brandenburgischen Glambeck steht möglicherweise ein unruhiger Sommer bevor, denn ein altbekannter Randalierer ist zurückgekehrt. Problemstorch Ronny ist wieder gesichtet worden und die Bewohner rüsten sich.
Und wir haben jetzt weitere Meldungen des Tages für Sie, kurz und kompakt. Vor einem halben Jahr geschah die Bluttat. Ein 20-Jähriger aus dem Kosovo soll am 21. Oktober 16 im Leipziger Stadtteil Grünau eine Tunesier erstochen haben. Zusammen mit einem weiteren Mann. Einer der beiden muss sich seit heute in Leipzig vor Gericht verantworten. Der andere Verdächtige ist nach wie vor auf der Flucht. Die Ausbildung als Pilot bei der Polizeifliegerstaffel ist nicht ohne. Sie dauert anderthalb Jahre und die Bewerber müssen mehrere Auswahlverfahren absolvieren und viele Tests bestehen. Sie müssen körperlich fit sein und auch psychisch belastbar, denn sie suchen nach Vermissten oder jagen Verbrecher. Aber die Polizeiflieger heben auch für den Umweltschutz ab. Wenn Tiernachwuchs von den Eltern verstoßen wird, bedeutet das in freier Wildbahn den sicheren Tod. Ganz anders ist das in Tierparks und Zoos. Dort ziehen die Pfleger den Nachwuchs oft per Hand auf. Aber das ist umstritten. Gleich mehr dazu. Zuvor die wichtigsten Themen der Sendung in der Übersicht. Es kommt ja immer wieder vor, dass junge Wildtiere von ihren Müttern zurückgelassen werden. In Zoos und Tierparks wird der hilflose Nachwuchs dann in der Regel von Menschenhand aufgezogen. Für die Tierpfleger ist das meistens eine anstrengende, aber auch schöne Aufgabe, denn den großen Augen, dem buschligen Fell oder dem weichen Flaum der Jungtiere ist kaum zu widerstehen. Aber die enge Bindung zwischen Mensch und Tier ist nicht immer unproblematisch. Wir schalten zu MDM 4. Hallo Anja, ich habe schon mal geschmult. Heute ist Autozeit bei MDM 4. Ich habe gerade ganz schöne Sorgen mit meinem 10 Jahre alten Auto. Das hat 400.000 Kilometer auf dem Buckel und will nicht mehr so richtig. Aber oh, ich will mich nicht trennen. Was tun? 10 Jahre? 10 Jahre. Die Werkstatt hat es aufgegeben. Was? Oh, hast du das gehört? Gott sei Dank haben wir ja eben heute unseren Autopaps da. Aber warum aufgegeben? Ist es denn kaputt? Na, man müsste jetzt genauso viel reinstecken, wie viel es eben noch wert ist. Ne? Oh, beim Autopaps klingelt gerade das Telefon. Das darf aber nicht sein. Also sie hat jetzt wirklich, ich möchte gerne wissen, wann lohnt sich's oder wann lohnt sich's nicht? 10 Jahre alt, 400.000 Kilometer, der hat noch einen Zeitwert von 300 Euro, der Wagen. Ach, und Schande. Alles, was teurer ist, ist definitiv... nur was für Liebhaber. Wenn du den Wagen also mit ins Grab nehmen möchtest, dann kannst du mehr ausgeben. Aber alles, was darüber hinausgeht, ich würde mich davon trennen und ein gleiches oder ein sehr ähnliches Auto kaufen, was weniger runter hat. Oder Andreas engagieren, der dich dann immer fährt. Wie auch immer, das ist nämlich genau unser Thema heute. Wann lohnt es sich sozusagen, in das Alte zu investieren, anstatt abzufracken? Also so gesehen hast du uns genau die richtige Frage gestellt. Dankeschön, Anja. Viel Spaß euch. Tschüss. So, ja, das ist meine Nachricht. Jetzt wird's aber haarig hier bei uns schon.